Hallo, 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 einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Seelenfreude-Challenge, Überraschung. Normalerweise wäre ich ja heute Abend erst um 21 Uhr mit der Seelenfreude-Challenge hier live. Aber heute Abend habe ich ja ein Live-Webinar hier in der Gruppe, ein kleiner Reminder mal noch mit der wunderbaren Sabrina, wo wir darüber sprechen, wie du dir all deine Träume verwirklichen kannst. Hallo, liebe Julia. Guten Morgen. Ja, und jetzt hatte ich so ganz spontan die Idee, den Gedanken hier mal noch heute Morgen eine Runde live zu gehen zur Seelenfreude-Challenge. Und zwar, wir haben ja gestern Abend drüber gesprochen oder ich habe mit dir drüber gesprochen, dich dazu einzuladen, wenn wirklich alles für dich möglich wäre. Wenn du dieses ganze Korsett an Kram, was da über dich gestülpt wurde, du selbst über dich gestülpt hast, weil da, ja, weil du dem natürlich auch ausgeliefert warst, wenn du das über Nacht alles ablegen könntest, wie würde dann ab heute dein Leben ausschauen? Das war so meine Einladung gestern an dich, dir da so ein paar Notizen zu machen. Und heute Morgen ist mir noch etwas, ja, so in den Sinn gekommen, was da noch ganz, ganz wichtig und hilfreich auch ist. Auch weil ich heute Morgen eine Lektion vom Bob Proctor gehört habe, einer der Mitwirkenden bei The Secret, der ja da sehr, sehr maßgeblich auch die Persönlichkeitsentwicklung und die Entwicklung des eigenen Mindsets dahin, wo man wirklich hin möchte, da beteiligt war. Und er ist ja auch einer meiner Inspirationsgeber, Mentoren. Und diese Lektion hat heute Morgen das Universum mir geschickt. Das hätte ich gestern Abend eigentlich noch hinzufügen dürfen. Aber machen wir das heute Morgen. Also, es geht um dein Selbstbild. Es geht um dein Selbstbild, hat natürlich auch primär was damit zu tun, was du dann raus in die Welt sendest und so erschaffst du dir deine Lebenswirklichkeit hier. So, jetzt mal Frage an dich. Wenn du hier jetzt zuschaust, gehe ich mal von aus, du warst heute Morgen schon im Badezimmer und hast vielleicht auch schon mal in den Spiegel geschaut. Wie hast du dich da im Spiegel angeschaut? Hast du dich angelächelt? Hast du dich strahlend angeschaut? Hast du dir in die Augen geschaut? Hast du dir einen wunderschönen guten Morgen gewünscht und dir selbst in deinem Spiegel gesagt, wie wunderschön du bist? Was für eine attraktive Frau, was für ein attraktiver Mann du bist? Oder hast du dich erst gar nicht so richtig angeguckt? Männer, die haben da ja so flapsig gesagt, eher so das drauf, na, ich kenne dich nicht, aber ich rasiere dich mal. Und wir Frauen haben es dann so drauf, okay, entweder sind wir beurteilend, verurteilend unterwegs, wie stehen die Haare schon wieder weg, da ist schon wieder ein Fältchen dazu gekommen und keine Ahnung, was da immer alles so im Kopf ja auch vorgeht. Und erst wenn wir dann vielleicht auch mal so eine Schminke aufgelegt haben, dann sind wir bereit, uns mal anzuschauen. Aber auch da wie und verurteilen wir uns immer noch. Und da wird ganz deutlich, wenn du so vor dem Spiegel stehst, was für ein Selbstbild du von dir hast. Weil wenn du rausgehst, wenn dein Partner dir begegnet, wenn deine Kinder dir begegnen, wenn du beim Bäcker heute Morgen deine Brötchen gekauft hast, deine Kollegen am Arbeitsplatz, wenn die dich sehen, glaubst du, dass da so der erste Gedanke ist, wow, wie liegen die Haare bei der so heftig, da ist schon wieder ein Fältchen dazu gekommen oder keine Ahnung, was auch immer, sondern die finden Dinge schön an dir. Die finden Dinge schön an dir und wenn sie es dir öffentlich offen auch sagen würden, hallo liebe Hilke, guten Morgen, und wenn sie es dir offen auch sagen würden,
dann wirst du sicherlich erstaunt sein, was sie dir alles sagen würden, was sie an dir sehen, was sie in dir sehen. Ich mache so eine Übung gerne auch immer mal wieder bei Seminaren, wo ich die Teilnehmer dazu ermutige, und das machen wir dann auch immer so, ja, mit Zetteln, was man an dem Gegenüber an einzigartigem, großartigem, wunderbaren sieht. Und jedes Mal ist derjenige, diejenige, und ich habe solche Übungen auch schon, wo ich als Seminarteilnehmer dabei war, des Öfteren gemacht, immer wieder nicht nur erstaunt, was andere Menschen in einem eigentlich sehen, sondern auch im Herzen berührt. Also da sind auch bei mir schon Tränen geflossen, weil ich einfach so berührt war, was ich dann anschließend auf dem Zettel gesehen habe, was andere Menschen in mir gesehen haben. Und das ist das, was dann eben auch so berührt. Wenn dir heute jeder, der dir begegnet, ganz offen mal sagen würde, was er in dir sieht, an Großartigem, Einzigartigem, du wärst total erstaunt. Du wärst zu Tränen gerührt und du wärst total erstaunt. Nur wir selbst, wenn wir dann vorm Spiegel stehen, wir be- und verurteilen uns und suchen da, keine Ahnung, was überhaupt nicht wichtig ist, wie die Haare liegen. Völlig wurscht, es ist eigentlich auch gar nicht wichtig, ob dein T-Shirt heute rot, gelb oder grün ist, sondern du bist wunderbar, du bist einzigartig. Ja? Dass die Kleidung das noch unterstreicht, ist ja immer noch was anderes. Aber es kommt auf dich an. So wie du auch mal hier auf die Welt gekommen bist, da hast du ja auch keine Gedanken gemacht, was für einen Strampler du anhattest. Du wolltest einfach nur warm haben, wolltest dich wohlfühlen, wolltest sein und du warst auch einfach. So. Das so zu dem Bild und den Gedanken, die du über dich selbst denkst, wenn du morgens vor dem Spiegel stehst. Wenn du deinem Leben jetzt wirklich eine andere Richtung geben möchtest und knüpfen wir nochmal an das, was ich dir gestern Abend mit auf den Weg gegeben habe, wenn wirklich alles für dich möglich wäre, alles, und es ist alles für dich möglich, alles. Weil einfach du auf deine eigene Art und Weise einzigartig bist, dann darfst du auch beginnen, unerschütterlich ein entsprechendes Selbstbild in dir zu erschaffen. Dann darfst du beginnen, vor dem Spiegel auch zu stehen, dich wirklich liebevoll anzuschauen, dir einen wunderschönen guten Morgen zu wünschen und, wie die Julia jetzt hier auch schreibt, wir sind alle ein Geschenk für die Welt. Du bist ein Geschenk für die Welt. Du bist ein Geschenk für die Welt. Du bist einzigartig. Du bist großartig. Du bist wunderbar. Du bist so, wie du bist, vollkommen in Ordnung. Nur, meine Liebe, solange es in dir andere Gedanken denkt, sendest du das aus und kannst nicht wirklich deine Komfortzone, den Quantensprung in dein Leben machen, solange du denkst, was bin ich für eine arme kleine Kirschenmaus, ich bin ja nichts, ich kann ja nichts, was ist denn an mir schon Besonderes, und dich be- und verurteilst. Und deshalb jetzt heute mal hier zum Tagesstart auch eine kleine Übung für dich, die an die gestrige anknüpft. Nimm dir mal Zeit, wenn du es jetzt nicht kannst, weil du gerade auf dem Weg zur Arbeit bist oder gleich in der Bahn sitzt oder keine Ahnung, dann machst du in der Mittagspause, aber mach's bitte. Und mach dir mal Gedanken darüber, wie dein neues Ich, denn im Kontext damit, wenn alles für dich möglich wäre, wie dein neues Ich denn sich im Außen zeigt. Wie dein neues Ich sich denn im Außen zeigt. Sei es durch dein Auftreten, sei es durch dein Äußeres, sei es aber vor allem durch dein Inneres. Wie denkt und fühlt dein neues Ich? Im Hinblick auf dein Äußeres auch,
Wie kleidet sich dein neues Ich? Und kreiere so selbst mal für dich hier dein neues Ich, damit du aufhörst, dich klein zu fühlen, damit du aufhörst, klein und bewertend über dich zu denken, damit du einfach, weil das entsteht ja auch hier drin, diese Gedanken, die sendest du ja aus, die poppen ja auf, unbewusst sind die ja da und die sendest du aus. Und sobald du dir aber auch Klarheit darüber verschaffst, wie du, wie dein neues ist, ich deine neue Identität, verbunden damit, wenn alles für dich möglich ist, alles, wenn du dich von allen Begrenzungen und Mustern und allem Kram befreien könntest, wie dein neues Ich dann ausschaut. Mach dir da mal ein neues Selbstbild von dir, von deiner idealen Persönlichkeit und geh auch gerne mal im Internet auf die Suche nach, ja, nach Menschen, die das einfach verkörpern, die metaphorisch dafür stehen, wie dein neues Ich in der Zukunft sein sollte, sein darf, wenn du in deiner wahren Größe und Energie bist. Und dann halte dir das auch vor Augen, mach es dir gerne als Desktop-Hintergrund auf dem Bildschirm, damit du es immer siehst und geh damit in Resonanz. Und hör auf, dich und zu verurteilen, dass irgendetwas falsch mit dir ist. Ja? Wenn du magst, kannst du ja auch gerne dir mal ein Spielchen heute draus machen und mal dein Umfeld fragen, was siehst du eigentlich in mir? Wie siehst du mich? Da wirst du auch erstaunt sein. Und so dieses äußere Bild, diese Diskrepanz, was andere in dir sehen zwischen dem äußeren Bild und dem, was es hier in dir denkt über dich, das ist der Knoten, was dich auch dann mal einen Schritt vor und zwei zurückgehen lässt. Solange oder sobald, besser ausgedrückt, sobald du ein klares Selbstbild von dir hast, wer du auch in der Zukunft bist, sendest du auch da andere Gedanken raus ans Universum. Und das Universum wird dich führen, du wirst auf eine andere Art und Weise ins Handeln kommen. Du wirst Dinge anders machen, du wirst anders denken sowieso und wirst dann viel, viel einfacher und rascher dorthin kommen, wo du wirklich hin willst. Okay? Also meine Liebe, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Kreier dein neues Selbstbild heute. Hab Spaß, Freude und Leichtigkeit dabei. Geh mit so einer kindlichen Neugierde da einfach ran. Stell dir einfach vor, du bist wieder die kleine Persönlichkeit, die 3-, 4-, 4-Jährige, die du mal warst und die darf heute ihr neues Selbstbild kreieren. Wenn du mit dieser kindlichen Freude und Leichtigkeit da dran gehst, dann fließt es wirklich aus dir raus. Okay? Und wenn sich irgendwas so immer noch in dir da wehrt und denkt, ah, das fällt mir so schwer und nee, ich kann das nicht und ich kann das nicht glauben. Was soll es in mir schon Besonderes geben? Mein Leben ist doch so beschissen auf gut Deutsch bislang gelaufen und ich drehe mich doch immer im Kreis und ich habe doch schon so vieles probiert und es funktioniert bei mir nicht, bei den anderen ja und tralala. Das sind ja auch oft so nette Geschichten, die da ständig in uns aufpoppen und die wir uns erzählen. Dann lass uns unter 4 Augen persönlich mal miteinander reden. Dann komm zu mir eine kostenfreie Durchbruchsession. Ich poste dir den Link hier mal rein. Und dann reden wir einfach unter 4 Augen mal ganz vertraulich darüber. Dann schaffen wir da einfach mal Klarheit, was für ein großartiges Potenzial wirklich in dir ist. Okay? Also. Hab einen wunderbaren Tag, hab jetzt Freude dabei, dein Selbstbild zu kreieren und behalt es dann auch bei dir. Immer wieder anschauen, nicht nur heute mal kreieren, weil ich dir das jetzt hier ans Herz lege und ab morgen wieder vergessen, sondern integrieren, dranbleiben. Okay?
Gut, meine Liebe. Bis dahin. Ciao.